schönstes Wetter, natürlich bin ich unterwegs. Reisen geht nicht, Flussradeln macht Spaß. Da habe ich mir mal gedacht, da fahre ich doch mal einen Fluss in Schleswig-Holstein ab. Und da habe ich mir die Stör jetzt ausgesucht, die hier bei Willingrade, südöstlich von Neumünster, hier in diesem Graben entspringt. Sehr unspektakulär. Und dann nach 87 Kilometern bei Glückstadt in die Elbe mündet. Es gibt keinen offiziellen Radweg, da habe ich mir dann selbst was zusammengesucht auf Landstraßen, Nebenwegen. Ob das so alles klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Und heute werde ich aber erstmal die ersten 40 Kilometer in Angriff nehmen. Ich bin nämlich schon von Neumünster hierher gefahren. Werde den Fluss dann folgen, durch Neumünster durch, bis nach Kellinghusen, so 40 Kilometer circa. Ja, und dann werde ich wieder zurück nach Neumünster fahren, wo ich angereist bin. Ja, ich hoffe, es klappt alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also hoffe ich, dass auch schöne Bilder geben wird. Also viel Spaß dabei. Gebirge entspringt der Fluss schon mal nicht. Das war gerade auf einer Meereshöhe von 32 Metern. Also viel Höhenmeter werden da nicht zusammenkommen. Nach 4 Kilometern auf der Landstraße, die aber nicht so sehr doll befahren war, stehe ich jetzt wieder in der Stör. Oh, die ist schon ganz schön breit geworden. Hat wohl ziemlich viele Zuflüsse. Oh, der weitere Weg geht auch jetzt durch den Wald. Wird es etwas idyllischer jetzt. Kommen die Häuser ein bisschen näher. Bin jetzt in den Außenbezirken von Neumünster. Aber trotzdem geht das hier noch auf Nebenwegen schön weiter, wie immer an der Stör. Und ich habe, wie ihr vielleicht gesehen habt, auch Packtasche wieder mit. Vielleicht wird das heute noch mal was. Vielleicht gibt es heute mal was anderes zum Mittag. Das ging jetzt nur ein ganz kurzes Stück über die Straßen. Jetzt bin ich hier schon wieder an der Stör direkt. Und ich habe mal geschaut, ich bin eigentlich jetzt gerade am Zentrum von Neumünster schon vorbeigefahren. Hat man gar nicht gemerkt. Wow, super Weg. War echt klasse ausgesucht hier.
Das Zentrum von der Münster habe ich jetzt ausgelassen. Das habe ich ja schon gezeigt beim Ochsenweg. Auf den bin ich jetzt auch gestoßen. Bei Kilometer 16 habe ich jetzt Neumünster endgültig verlassen, durchquert. Mal sehen, welcher Ort jetzt als nächstes kommt, das weiß ich gar nicht. Ehendorf war es. Ich fahre ja schon über Kilometer jetzt hier diesen Weg entlang. Immer so durch die Felder. Echt klasse. Ist wieder echt toll, wo man wieder überall längs kommt. Das kennt man immer alles gar nicht. Echt toll. Also ich bin begeistert bis jetzt. Alter, ist so toll, das lässt sich hier so gut Radfahren, aber klasse, habe ich mir super ausgesucht, ey. Wahnsinnig toll. Kilometer 26. Ich mache jetzt mal eine Pause. Und ich habe ja gesagt, heute wird was anderes.
Ja, ich habe mir mal was gekauft. Ein Trangia. Ah, ich habe einen alten Kocher, aber der ist schon langsam sehr verhunzt. Aber ich habe mir jetzt mal einen Trangia gekauft. Mal sehen, wie ich da jetzt zurechtkomme. Wie man sieht, noch völlig jungfräulich das Ding. Ja, was gibt das heute? Nichts Besonderes. Ja, ich muss jetzt nur Wasser heiß machen. Das habe ich mir hier beim Outdoor-Geschäft mal mitgenommen. Nur mal zum Probieren. Ja, sehr einfach. Kein Abwasch. Wasser heiß und fertig. Ja, okay. Ich bin kein reiner Dornburg. Werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Aber irgendwann gibt es bestimmt auch mal was Komplizierteres. Doch schnell. Wasser kocht, das ging echt ganz schnell. Das geht schneller als bei meinem alten. Sechs Minuten warten und fertig. Riechen tut das gar nicht so schlecht. Also vielleicht schmeckt das ja doch ziemlich gut. Werde ich mal probieren jetzt. Ich muss sagen, schmeckt doch. Also ich mach's. Oh. Aber rumsauen tut man hier. Na gut, ich habe einen Lappen mit. Aber doch. Also ich mach's. Auch wenn es Fertiggericht ist, aber man darf ja nicht hier drauf gucken, was da alles so drauf steht. Aber also ich mach's. Eigentlich wollte ich ja einen Radler mitnehmen. Vergessen. Ja, da muss ich halt wieder mit meinem Energy Drink vorlieb nehmen. Aufgegessen und ausgetrunken habe ich zusammengepackt, also kann es jetzt weitergehen. Ja, ob ich jetzt das ewig das essen würde, glaube ich nicht. Ja, okay, der Preis ist ja auch nicht ohne. Naja, gesättigt bin ich, ob das mich so belastet wie sonst so ein Mittag, werde ich gleich sehen. Naja, dann kann es ja auch jetzt erstmal weitergehen auf der Tour hier. Jetzt Richtung Kellinghusen, dürfte noch so 14 Kilometer sein. Dann geht es jetzt weiter. Na gut, da gerade eben habe ich eine Pause gemacht. Ich wusste, dass es hier eine Bank gibt an der Stör direkt, aber wie man sieht, ist besetzt. Da gerade eben war es ja auch nicht schlecht. Ich bin jetzt in Villenscharn. Hier gibt es auch wieder eine alte Burg, eine Wallanlage. Aber schön wäre es auch hier gewesen. Aber gerade eben war es ja auch nicht schlecht.
ordentlich Strömung hier im Fluss, obwohl ja gar keine große Gefälle hier gibt in dem Bereich hier. Denn hier ist es sogar schon tidenabhängig, so weit im Landesinneren. Ja, und wenn das viel regnet in Schleswig-Holstein, dann ist das noch ein See hier, so, weil es so flach ist und nicht so schnell ablaufen kann, dann staut sich das alles auf und dann ist das eine riesige Wasserfläche hier. Das kann man auch teilweise schon sehen. In den Bäumen hängt auch einige Krautreste, aber schön ist es ja hier, wenn jetzt nur noch die Sonne rauskommen würde. Bin ich auch glatt fast hier drin vorbeigefahren an der Einmündung hier. Boah. Muss mal wieder sagen, dass ich einen guten Riecher gehabt habe für Wege hier. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Bestimmt der Waldkindergarten. Jetzt bin ich hier wieder an so einem schönen Streckenabschnitt direkt an der Stör. Ja, echt schön hier in Schleswig-Holstein. Ja, auch wenn ich das immer sage, ich bin nicht gesponsert vom Schleswig-Holsteinischen Touristikverband, aber wenn er zu mir kommen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde nicht Nein sagen. Ist auch echt schön hier, kann ich vertreten. Und auch wenn ich sage, das Rad, das habe ich selbst gekauft, den Trangia, die Taschen. Also ist nichts gesponsert. Wenn ich das sage, ist es gut, ist es schlecht. Das ist meine Meinung. Also ich bin noch frei. Ich möchte es auch eigentlich auch bleiben. Ja, und jetzt sind es auch nur noch wenige Kilometer bis Kellinghusen. Es ist dieser Tag auch schon wieder rum. Aber wie ist die Sonne ist endlich draußen. Thank you.
Hier bin ich nun mitten in Kellinghusen. Ja, ein toller Tag wieder, war echt eine tolle Strecke. Die ersten 41 Kilometer hier an der Stör habe ich echt super Wege gefunden. Also ich muss sagen, das würde wirklich als Störradweg echt durchgehen. Oh, tolle Aussichten wieder. Das Wetter hat zwar nicht ganz mitgespielt, jetzt kommt erst so richtig die Sonne durch. Aber egal, den Spaß hat das nichts abgetan. Also ich war bis jetzt echt begeistert von diesem Weg. Ich hoffe, es geht dann auch so weiter. Der wird wahrscheinlich so bis Glückstadt gehen. Geplant habe ich es noch nicht. Hoffentlich finde ich dann auch noch so viele kleine schöne Wege wie heute. Aber das war echt toll heute. Ja, und was soll ich sagen? Das Fahrrad hat auch wieder alles echt gut mitgemacht. Jetzt habe ich doch schon einige Kilometer damit gesammelt. Und muss sagen, ich bin froh, dass ich den größten Rahmen, den 61er, erwischt habe. Der Sattel ist am Anschlag. Ich bin 1,88 groß. Aber alle sagen immer, ich habe auch sehr lange Beine. Dadurch passt das so eben und allen und ja, es passt halt. Es ist genau richtig. Ja, okay. Ja, ich hoffe, bei der nächsten Etappe seid ihr dann auch dabei. Ich muss jetzt noch zurückfahren nach Neumünster, ja, auf dem direktesten Weg. Aber die werde ich noch genießen. Hier gibt es gar keinen Bahnhof in Kellinghusen, der wurde vor Jahren mal abgebaut. Ja, also muss ich jetzt wieder mit dem Fahrrad zurückfahren, aber das werde ich echt genießen. Also hoffe ich dann, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Also danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss. Sache ist gut, ist schlecht. Ja, ich bin hier grenzt auch der Naturpark Aukrug hier an der Stör, an die Stör.